Kein Stand nicht, auch das weibliche Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen. Gleichheit besteht in der Walhalla. Hebt doch der Tod jeden irdischen Unterschied auf. König Ludwig I. Hallo, mein Name ist Diana. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und heute fahren wir nach Regensburg und ich zeige euch auch Walhalla. Und let's go! Die bayerische Stadt Regensburg liegt an der Donau im Südosten Deutschlands. Der Regierungsbezirk ist Oberpfalz. Nummer 1. Dom St. Peter. Der Dom gehört neben dem Kölner Dom zu den bedeutendsten gotischen Kathedralen in Deutschland. Der Bau begann im Jahr 1275 und es wurde im Jahr 1869 fertig gemacht. 884 Jahre wurden bis zur Vollständigkeit der Kathedrale gebraucht. Nummer 2. Steinbrücke. Mit dem Baubeginn im 1135 gilt die Brücke als ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst. Die Brücke blieb 800 Jahre lang die einzige Brücke, die beide Arme der Donau von Regensburg überquerte. Die Gesamtlänge ist 33 Meter und Breite 8 Meter. Ebenso will ich euch alte Fotos von Regensburg zeigen. Ebenso ist der Studentenstadt, wo mehr als 21.000 Studierende, 15.000 ausländische Studierende und 320 Professoren sind. Die Studentenzahl in der Stadt reicht für die Bevölkerung eine eigene Stadt. Man kann hier auch Skifahrt zu Walhalla buchen. Das dauert 45 Minuten. Nummer 3. Walhalla. Die Walhalla gilt als eines der bedeutendsten deutschen Nationaldenkmäler. Nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation in der napoleonischen Ära fühlte sich König Ludwig I. von Bayern verpflichtet, dem neuen Deutschen Bund eine zentrale Gedenkstätte zu schaffen. Die Walhalla ist eine Art Denkmal für berühmte Menschen aus dem deutschen Sprachraum. Erbaut hat man sie am Fluss Donau bei Regensburg. Den Namen hat das Gebäude von Walhall. Bei den alten Germanen war das der Himmel für die tapferen Krieger. Der Architekt Leo von Klenze erbaute sie in der Zeit von 18. Oktober 1830 bis zum 8. Oktober 1842. Die Reihe der Bürsten beginnt mit dem deutschen König Heinrich I. und endet vorerst mit Sophie Scholl, Mitglied der Weißen Rose. Hier findet man große Dichter wie zum Beispiel Goethe und Schiller, Komponisten, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Wissenschaftler, Röntgen, Einstein, Politiker, Bismarck, Adenauer und Regenten Friedrich der Große, Maria Theresia und Kaiser Wilhelm I. Viele bedeutende Personen werden auch vermisst, wie zum Beispiel Heinrich Heine, Max Planck und Robert Koch. Regensburg ist allgemein sehr, sehr schöne Stadt. Ich hoffe, ich konnte das alles zeigen. Und falls dieses Video dir gefallen hat, klick Daumen nach oben, folgt mir und bis zum nächsten Mal.